Wenn man weiß, dass zwei Drittel vom CO2, das zu früh in der Atmosphäre ist, aus der Landnutzungsänderung der letzten 100 Jahre kommen, dann kann man sich vielleicht auch vorstellen, wenn wir die Landnutzung wieder ändern würden. Und zwar, das kommt daher, weil wir Regenwald abgeholzt haben, weil wir Moore trockengelegt haben, aber auch, weil wir durch die Intensivierung der Landwirtschaft weltweit im großen Stil Humus abgebaut haben. Und wenn man Humus abbaut, wird CO2 frei. Wenn ich weltweit auf unsere Ackerflächen 4% Humus aufbauen würde, dann hätte man das CO2, was in der Atmosphäre zu viel ist, im Boden wieder rückgespeichert. Und ich habe, das kann ich beweisen, die letzten 28 Jahre oder 29 Jahre, seitdem bin ich Biolandbauer, habe ich 3% Humus aufgebaut und da geht noch wesentlich mehr. Also ich will einfach ein bisschen Mut machen. Das andere ist, die ganze Wasserproblematik. Die Landwirtschaft verbraucht weltweit 70% vom Trinkwasser. 70%. Das ist viel, kann man darüber nachdenken, ob das richtig ist. Ich habe da gar kein so Problem, weil wir erzeugen ja Lebensmittel. Und die Tiere brauchen Wasser und die Pflanzen brauchen Wasser. Aber was einfach dramatisch ist, dass man eben durch diese schweren Maschinen, die heute eingesetzt werden, durch diese Monokulturen alles tun, dass das Wasser nicht mehr im Boden versickern kann. Das ist natürlich da jetzt im Oberland natürlich nicht das ganz große Problem, aber das heißt also, wenn wir tatsächlich da wieder die Landwirtschaft verändern würden, zu klein strukturieren, zu vielfältige Fruchtfolge, Humus aufbauen, leichte Maschinen, da kann man tatsächlich alles tun, dass das Wasser wieder im Boden eindringt und eben damit auch Trinkwasservorräte wieder aufgefüllt werden, weil die Konsequenz ist, wenn die Böden immer weiter verdichtet werden, sieh letztes Jahr Simbach, dass Erosions- oder dass dann Überschwemmungsereignisse entstehen, die eine Katastrophe sind. Vielleicht dazu, auch kleiner dazu, weil da immer das so hingestellt wird, ja, das war Starkregenereignis, das ist Gott gegeben, kann man nicht ändern. Das ist ein Blödsinn. Tut mir leid, das ist ein Blödsinn. Wir haben in Landkreis Passau 50% Mais in der Fruchtfolge und wenn ich mir heute anschaue, ihr fahrt ja auch mit offenen Augen durchs Land, wie schwer die Maschinen sind, dann wird ziemlich schnell klar, dass die Böden kein Wasser mehr aufnehmen. Wir haben bei unserem Betrieb, weil ich viel mit der Wissenschaft zusammenarbeite, unter Kleegras pro Quadratmeter und Stunde auf dem Acker 150 Liter Wasser versickert, in der Stunde. Der Niederschlag in Simbach waren 170 Liter in zwei Tagen. Also um deutlich zu machen, dass da wirklich auch Potenzial drinsteckt, wenn wir einfach die Böden wieder so bewirtschaften, dass sie wieder lebendig werden. Gleichzeitig ist es so, und auch da müssen wir zusammenhelfen, wir müssen das Grünland wieder verbessern. Je artenärmer das Grünland ist, gibt es ganz neue oder ja, neue Untersuchungen vom Jena-Projekt, umso weiter geht die Wasserinfiltration auch im Grünland zurück. Also die Wasserkapazität geht auch im Grünland zurück. Wie gesagt, durch artenarme Weidelgrasbestände, durch schwere Maschinen, wo die Böden auch verdichtet werden. Also auch da haben wir eine große Herausforderung, dass wir das ändern. Das werden wir ändern. Das dritte ist, dass man in der Forstwirtschaft die gleichen Fehler gemacht hat wie in der Landwirtschaft. Im Mischwald nehmen die Böden 110 Liter Wasser auf pro Quadratmeter und Stunde. In der Fichtenmonokultur, wie wir es heute überall haben, 10 Liter. Und was ein ganz wichtiges Thema auch ist, nicht nur was stinkt, ist die Gülle. Der Professor Sekera, das war ein österreichischer Pionier im Biolandbau, der vor 50 Jahren schon festgestellt, dass wenn man Gülle also nicht aufbereitet, sondern die roh ausbringt, dass durch die hohe Salzkonzentration, also Harnsäure, die Bodenkrümel zerstört werden. Das heißt, wir müssen alles tun, dass wir tatsächlich die Gülle auch wieder aufbereiten. Und dann haben wir alle Voraussetzungen, dass ein Hochwasser, das 3 Milliarden Euro kostet hat in Simbach, in den Landkreis, 3 Milliarden Euro, nur ein Landkreis. Und wir haben 70, bloß da man sieht, was das für eine Dimension ist, haben alle Voraussetzungen, dass wir vom Hochwasserschutz her durch die Landnutzungsänderung diese Probleme wirklich lösen können. Aber wir müssen uns halt wirklich hochgehen. Das heißt tatsächlich für mich, dass wir den Mais aus der Fruchtfolge wieder rausnehmen müssen. Und wir müssen wirklich dann wieder Grünland, also Grünlandeisern, Kleegraseisern. Und zwar deshalb,
eben nicht nur wegen Wasserschutz und wegen Hochwasserschutz, sondern weil wir zum Schluss wieder gesunde Kühe kriegen, weil die Kühe wieder älter werden. Und auch da gibt es ganz interessante Erkenntnisse, wenn wir es schaffen, das Lebensalter der Milchkuhherde um ein Jahr zu verlängern. Derzeit ist der Durchschnitt bei 4,6 Jahren, was ja eigentlich eine Katastrophe ist. Wenn man das um ein Jahr verlängert, dann haben wir für die gleiche Milchmenge weniger Nachzucht, weil die Kühe älter werden. Das Ergebnis ist, dass die Kühe 20% weniger Methan, also die Herde 20% weniger Methan ausstoßt, als wie, wenn sie halt nicht älter werden. Das Zweite ist, es laufen Fütterungsversuche und das passt wunderbar zum Biolandbau in der ETH Zürich, aber auch weltweit in den USA. Die stellen jetzt interessanterweise fest, was ja gar nichts Neues ist, wenn man die Kühe mit tanninhaltigen Futtermitteln fordert, also mit einem Kümmel beispielsweise, warum essen wir einen Kümmel? Oder eben mit der Espasette mit verschiedenen Kräutern, Spitzwegerich, dann will die Möhre zum Beispiel auch, dass diese Tannine die Methangasbildung im Pansen um bis zu 50% verringern. Also so viel zum Thema, die Kuh ist ein Klimakiller. Was wir daraus machen, ist es so. Umgekehrt ist es so, wenn wir die Kuh wirklich dem Wesen entsprechend füttern, werden sie älter. Das ist logisch, unsere Kühe werden nicht 4,6 Jahre alt, sondern 8 Jahre alt. Dass dann, wie gesagt, eben die Kuh nicht ein Klimakiller ist, sondern man ist wirklich ein Klimaschützer. Weil die Böden, die fruchtbaren Böden, die weltweit entstanden sind, sind zum großen Teil von Wiederkäuern, die ganzen Savannen, sind alle von Wiederkäuern geschaffen worden. Weil die eben durch das Fressen, durch das Düngen praktisch sehr, sehr viel Humus aufgebaut haben. Aber es geht noch weiter, wenn ich die Kuh so fordert, wie wir es eigentlich haben wollen, und Frau Scheitz macht auch sehr viel dafür, dann nimmt zum Beispiel der Omega-3-Fettsäuregehalt in der Milch sehr stark zu. Wir haben einen Omega-3-Fetzsäuregehalt, der ist bei 2,12%. In der modern erzeugten Milch, wie man es halt normal beim Aldi kaufen kann, haben wir 0,4%. Und der Professor Jahreis, der die Untersuchung gemacht hat, der ist in Jena, ist so eigentlich der Fettsäure-Experte in Deutschland. Der hat mir hochgerechnet, wenn wir alle Kühe so füttern würden, wie es in Wesen entspricht mit Grashaien Wasser. Auch mit Grashilfe von mir das. Aber ich finde es wunderbar, dass die Molkerei Scheitz jetzt in die Heumilchproduktion einsteigt. Ich finde es klasse, weil das zum einen wirklich für die Gesundheit von den Kühen super ist. Und gleichzeitig kriegen wir dann auch Produkte, die qualitativ eben tatsächlich noch mal besser sind. Und der Professor Jahres hat gesagt, wenn wir die Kühe alle so fördern würden, dann wäre die Grundversorgung mit diesen ungesättigten Fettsäuren in Deutschland so viel besser, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen signifikant zurückgehen würden. Das heißt, was ihr da essen dürft, ist Medizin mit Geschmack. Das darf man leider nicht so, nicht so ausloben bisher, aber das ist für mich ein ganz wichtiger Schlüssel, dass wir alles tun, dass wir wieder Lebensmittel erzeugen, die wirklich den Wert, das Wort Lebensmittel wieder verdienen. Aber es ist auch wichtig, dass wir uns als Bauern sehr intensiver mit der Bodenchemie, also mit den chemischen Elementen beschäftigen. Das geht zurück auf den Professor Albrecht, das war Amerikaner, was heißt, das war ein Deutscher, der nach USA ausgewandert ist. Und der war Lebensmittelchemiker und der hat nichts anderes gemacht, als wir Pflanzenasche analysiert, Tierasche analysiert und zum Schluss Menschenasche analysiert. Dann hat er festgestellt, bei allen drei sind die Verhältnisse der einzelnen mineralischen Spurenstoffe praktisch gleich. Und dann hat er die Böden angeschaut, dann hat er festgestellt, er verflixt nochmal, in die Böden schaut es wirklich nicht so gut aus. Da ist das Verhältnis eben nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte. Und weil man halt Jahrzehnte, beziehungsweise eigentlich auch schon Jahrhunderte, Nährstoffe immer wieder exportiert hat. Und
Der hat eben festgestellt, dass bestimmte Nährstoffe wie ein Kupfer, wie ein Bohr, wie ein Selen zum Beispiel, eine ganz wichtige Funktion hat, eben auch beim das Immunsystem vom Tier oder zum Schluss auch vom Menschen zu stärken. Vielleicht ein Beispiel zum Kupfer, nur mal, nur um zu zeigen, was da für Potenzial drinsteckt. Man hat Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre im vorigen Jahrhundert, hat man festgestellt, dass in Gegenden mit niedrigem Kupfergehalt in den Böden die Mauern-Klauen-Seuche zu 85% aufgetreten ist, in Gegenden mit hohen Kupfergehalten zu 15%. Das heißt, da hat das Element Kupfer, das die Pflanzen aufgenommen hat, das Immunsystem der Pflanzen und dann der Kühe so weit gestärkt, dass die keine Mauern-Klauen-Seuche mehr gekriegt haben. Und wenn man das dann weiterdenkt zum Menschen, dann kann man sich vielleicht vorstellen, wie wichtig diese Elemente auch für uns Menschen sind. Und leider Gottes werden in den modern erzeugten Lebensmitteln diese Elemente dramatisch weniger. Und das war auch der Grund, warum Hans-Peter Rusch uns Bauern eben empfohlen hat, oder eigentlich sogar nicht nur empfohlen, sondern eigentlich hat das die Bauern ein Stück weit auch vorgeschrieben, dass wir Steinmehle, also Steinmehle verwenden sollen, weil in den Steinmehlen wirklich eben diese mineralen Spurenstoffe in der richtigen Verhältnis vorhanden sind. So dass man tatsächlich dann versuchen, über das Steinmehl zum Schluss wieder diese Vielfalt an diesen chemischen Elementen in die Pflanzen wieder reinzubringen, dass wir zum Schluss wirklich Lebensmittel erzeugen, die wirklich den Wert einfach eines Lebensmittels wieder verdienen. Und komme ich nochmal zurück zu die Omega-3-Fettsäuren, das habe ich vorher vergessen, weil es ganz nett ist. Der Fritz Köpke, der war geht jetzt gerade in Pension oder wird emeritiert. Der hat mir in dem Vortrag gesagt, wenn Sie Menschen mit diesen ungesättigten Fettsäuren ausgewogen ernähren, das ist jetzt kein Witz, dann verändert sich das Temperaturempfinden von uns Menschen und dann kann man im Winter die Heizung um 2 Grad zurückdrehen. Das sind 15% weniger Heizenergie. Also, ich will damit deutlich machen, wenn wir Landwirtschaft wieder so betreiben, wie es eigentlich von Natur aus sein sollte, dann haben alle Voraussetzungen, dass wir die Probleme mit Klimaschutz, mit Artenschutz, ist noch mehr ein Thema, sage ich noch ein bisschen was dazu gleich, dann eben mit Klimaschutz, Artenschutz, Wasserschutz und dann für die menschliche Ernährung lösen können. Artenschutz vielleicht da noch so viel dazu. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Wildbienenbestände von 2008 bis 2016 um 80% zurückgegangen sind. Und das heißt, durch die Intensivierung der Landwirtschaft, ihr seht das Glyphosat jetzt wieder, also das heißt also einfach der Roundup-Einsatz, es ist immer weniger Nahrung da wirklich für die blütenbestäubenden Insekten. Und darum ist es so wichtig, dass wir im Biolandbau tatsächlich eben das Grünland auch wieder artenreicher machen, dass wir wieder einfach Bedingungen haben, für wo sie Wildbienen, wo sie Honigbienen wieder vermehren können. Der Albert Einstein hat vor langer Zeit schon gesagt, 4 Jahre nach der letzten Biene stirbt der Mensch. Wir sind dabei, wirklich die Bienen auszurotten. Also wir müssen alles tun, dass wir, und zwar gemeinsam, nicht nur wir Bauern, sondern alle miteinander, dass wir wirklich Vielfalt wieder herstellen. Und dann können wir dazu die Probleme, die wir geschaffen haben, auch wieder lösen. Und mir ist wichtig, dass wir, ich bin ja bei Bierland im Verband aktiv, dass wir unsere Bauern wieder einfach wesentlich besser ausbilden, dass die Ausbildung, die derzeit an den Berufsschulen läuft, dass die läuft wirklich völlig falsch. Auch in den Fachschulen, in den Hochschulen. Da tut es jetzt schon ein bisschen was, aber wie gesagt, wir haben da sehr, sehr viele wirklich Aufgaben, dass wir da insgesamt die Bildungsarbeit gemeinsam auch mit euch wieder weiterentwickeln, dass wir den Aufgaben, die wir haben, dann wir denen ja gerecht werden. Ich glaube, ich will gar nicht so viel mehr sagen. Sie können mich gerne fragen, wenn ich es weiß, sage ich es euch gerne, und wenn nicht, dann sage ich, dass ich es nicht weiß.